Hallo, ich bin's Anna von Smith Toys und heute wird's richtig lecker. Eigentlich machen Mama und Papa Kuchen und Kaffee, aber heute mache ich das. Mit dem Play-Doh-Kaffee-Spielset kann man tolle Getränke und Gebäck selber machen. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Es gibt einen Kaffeeautomaten, Cookie- und Cupcake-Form, Sachen zum Backen und Verzieren, Becher und Tassen. Und natürlich gibt es ganz viele Knete. Boah, so viele Farben. Jetzt schauen wir mal, was man Leckeres damit machen kann. Kaffee, Tee oder Fantasiegetränk, alles kein Problem. Einfach den Becher nehmen, runterstellen, Knete aussuchen und runterdrücken. Und ab geht's zum Topping. Sahne-Marsch. Der sieht gut aus. Jetzt kann man den Drink auch noch was verzieren. Deckel drauf und fertig. Neben den coolen Drinks kann man auch Kaffee kochen. Hier sind Tassen, drunter stellen. Jetzt noch braune Knete rein, runterdrücken. Die ist für Papa. Aber was wäre eine Kaffeeparty ohne was Süßes? Es gibt Kuchenformen, Donuts und Cupcake. Einfach Knete reinstecken. Guck mal, ein Muffin. Ich habe hier auch einen Donut, pink. Die sind überall Förmchen dabei. Hier am Boden, hier oben. Und wenn sie fertig sind, kommen sie alle ins Regal. Es gibt auch ein Tablett. Da bringen mich gleich Papa und Mama was vorbei. Ihr wollt auch kreativ werden? Das Knet-Spaß-Café und viel mehr von Play-Doh gibt's jetzt bei Smith Toys. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, gebt uns ein Like und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Smith Toys, Superstore.